Morgen, guten Tag oder wie man uns in Westfalen sagt, Mahlzeit zu Ratzfatz. Ja, wir freuen uns, Sie wieder hier in der Schnabulette begrüßen zu dürfen, zu so einem kleinen, feinen Theater. Sie kennen uns schon, wir sind das Theater mit diesem klitzekleinen Problem. Wir sind das Theater ohne Rolle, das Theater ohne Skript, das Theater ohne Genre. Und trotzdem sind wir das Theater des Optimismus, des Mutes. Denn wir wissen, auch wenn wir keine Ahnung haben, wenn wir nicht wissen, was wir spielen, wir wissen, dass wir spielen. Und das liegt an Ihnen. Denn wir spielen nach Ihren Vorschlägen, wir spielen nach Ihren Ideen. Es begrüßen sich zu dieser wagemutigen Tour am Klavier Jakob Reinhardt. Es begrüßen Sie Franzi Reinhardt. Hallo und guten Morgen. Und es begrüßt Sie Uli Buck. Moin. Ja. Sie können uns sehen, wir können Sie noch nicht sehen, aber wir vermuten mal, das war, also nach meinem Eindruck war das ein sehr intensiver und irgendwie auch so ein bisschen betroffen machender Vortrag. Und es ist ja oft so, wenn man sowas Betroffenes hat, oh, da muss man sich erstmal recken und strecken. Und wenn Sie Lust haben, bleiben Sie einfach sitzen und recken und strecken Sie sich so ein bisschen. Deswegen, hey, das war aber echt intensiv. Und Sie haben angestreckt zugehört, vielleicht sich an dieser und dieser Stelle auch ein bisschen verspannt. Also, und immer hilfreich ist natürlich auch, wie schwitzt die Hände, wenn Sie sich hier so ein bisschen. Sehr schön, dann kommt das so ein bisschen raus. Gut. Übrigens, wir können natürlich auch kommunizieren miteinander. Das machen wir natürlich über den Chat. Letztes Mal habe ich Sie gefragt und darum ist die Frage sehr interessant für uns. Was haben Sie gesehen, wenn Sie nach rechts geguckt haben? Diesmal machen wir das ganz anders. Ich würde Sie gerne fragen und ich würde Sie um Antwort bitten. Wenn Sie nach links gucken, was sehen Sie da? Uli. Das ist eine Kaffeetasse, die jemand sieht. Ein Sessel, ein Fenster, ein Whiteboard, ein Kamin, sehr gemütlich, ein Schrank, eine Vase. Ein Hochzeitsbild, oh, wie ein Hochzeitsbild, das muss man sonst merken, ein Hochzeitsbild sieht jemand, damit er immer denkt an das Wunderbare dieser Hochzeit. An einen Krokodil, der scheint nicht so gut Erfahrung gemacht zu haben. Okay, ein Klavier, ein Kalender. Gut, okay, wir haben so ungefähr eine Vorstellung, wo Sie sind. Wir haben vorhin von Frau Dr. Zimmer gehört, dass ja bei diesem guten Wetter, das auch hier in Münster ist, so dass einige auf der Strecke geblieben sind. Was ist denn für Sie ein guter Grund, hier zu sein? Sie sind nicht auf der Strecke geblieben. Was ist ein guter Grund, hier online teilzunehmen? Die Trinkflasche an der Tür, die Impulse sind es auch. Und wir, also Input-Austausch, super technischer Support. Okay, neue Ideen, Einblick, Ausblick, Weitblick, Wissen. Okay, gut, tolle Leute auch. Okay, vielen Dank. Wir haben natürlich diesen... besonders dem Vortrag wieder aufmerksam gehört bei den Praxisimpulsen, da sind wir nicht so richtig reingekommen. Egal, wir spielen ja nach Ihren Ideen und nach unseren Eindrücken natürlich auch. Ich habe ein paar Fragen. Oftmals denkt man ja so negativ, Corona, was das alles mit uns gemacht hat. Was haben Sie eigentlich während der Corona-Zeit gut gemacht? Was haben Sie gut gemacht? Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, sehe ich nochmal. Wer hat irgendwas gut gemacht in der Corona-Zeit? Wo sagen Sie, hey, da müssen Sie doch jetzt das war klasse. Mütteroase haben Sie gut gemacht. Waldbahn, super. Skifahren, kreativ, Gefühle zugelassen. Den Job in dieses Programm gewechselt, das finde ich gut. Da ist jemand extra noch gekommen, trotz Corona. Viele neue Orte entdeckt, Hausaufgaben, Nachbarschaftshilfe gegründet, durchgehalten, Lieder aufgenommen, Verein gegründet. Sie waren aktiv. Super. Allerdings ist ja, das haben wir auch gehört im Vortrag, man kann ja hier und da, so gerade wenn man so multikulturell unterwegs ist, auch ab und zu was machen, was vielleicht nicht ganz so toll war. Gibt es irgendein Verhalten, wo Sie denken, ja, da muss ich mich immer auf die Finger klopfen, weil das sollte ich eigentlich besser lassen in meiner Arbeit. Das funktioniert einfach nicht, das funktioniert vielleicht hier, aber mit meiner Arbeit, Clash of Culture, das geht überhaupt nicht. Wo müssen Sie sich immer ein bisschen selber bremsen und auf die Finger klopfen nach dem Motto, das geht nicht? Ungeduld, beim Süßen, Süßes, Essen, Sie essen viel bei der Arbeit, Sie haben sich keine Industrie wie unterstützt, also wahrscheinlich, Ungeduld. Ja, Hanuta, scheint Süßigkeiten, also sind ja zu viel Kaffee und zu viele Süßigkeiten, besser zuhören, alles persönlich nennen, was meinen Sie mich damit oder was? Okay, das kenne ich auch. Arbeit mit nach Hause nehmen, kennt ihr das auch? Ja, ja. Ne? Wenn man die Arbeit mit nach Hause nimmt, einfach nicht loslässt, zu viele Kontakte, okay, gut. Eine Frage habe ich noch.
Und zwar ist es ja so, wir haben das gehört, so bei den Traumatisierungen und wenn es einem nicht so gut geht, dass es gut ist, sich Orte vorzustellen. Vielleicht gibt es auch für viele von Ihnen wirklich so reale Orte. Haben Sie einen realen Ort, wo Sie gern hingehen, wenn Sie merken, es wird mir einfach zu viel, ich kann es nicht mehr hören, ich bin bis oben hin voll, persönlich oder privat oder beruflich. Wo gehen Sie hin? In den Wald, in den Wald. Jemand geht ins Schlafzimmer, das finde ich auch schön, an den See, Berge. An die Dreisamen, da ist jemand aus Freiburg, oh, da, Freiburg. Felder, zu Mama ist ja immer gut, Badewanne, Westfalenstadion, zum BVB, Gartenteich, Spotify, meine Terrasse, Fahrgarten, da gehen wir mit euren Fahrgarten, finde ich auch sehr schön. Okay, Bodensee, das sind Ihre guten Orte, an denen Sie sich wohlfühlen. So, okay, wunderbar. Wir haben Ihre Impulse, Ihre Inspiration. Wir haben natürlich auch zugehört und hier und da auch einen Eindruck bekommen, den wir vielleicht auch verarbeiten wollen. Es ist Zeit anzufangen. Seid ihr soweit? Ja. Wollte ich es nur mal kurz zeigen. Mutteroase, Waldbaden, Arbeit mit nach Hause nehmen, durchgehalten, alles persönlich nehmen, an den See, Dreisamen, Fahrgarten, Fußballstadion. Ich glaube, das reicht. Wir haben so viel Inspiration. Da hilft nur noch eins. Wir müssen eins zählen. Und wir zählen mit Ihnen ein, mit 3, 2, 1, ratzfatz. Ich will nicht im Wald jetzt. Ich möchte jetzt nicht im Wald gehen. Doch, Papa hat schon so abgenommen. Guck mal, bei Papa ist der Bauch weg und das tut dir auch gut. Komm bitte mit in den Wald, wir müssen abnehmen. Ich möchte nicht im Wald, lass mich doch... Also, nee. Möchtest du, dass Papa einen Herzinfarkt kriegt? Okay. Also, wir gehen los, ja? Dann lass uns Wald baden. Jetzt nehme ich mal das Lied auf, was ich letzte Woche mit den Kindern einstudiert habe. Die Kinder sind jetzt leider in Quarantäne. Jetzt muss ich das irgendwie alleine machen. Gut, dann bin ich mal der Chor. Okay, also das fängt ja an mit 2, 3, 4. Wir in der Kita, wir haben Spaß. Stimmt. Ja, ja. Wir in der Kita, wir geben Gas. Stimmt denn das? Ja, ja, ja. Rex, komm her! Rex, komm jetzt zu mir! Rex, du bist ein gutes Tier. Rex, guck nicht so. Rex, guck nicht. Rex, Rex, Rex! Rex. Frau Bohani, können Sie mich jetzt hören? Hat das geklappt mit Ihrer Internetverbindung? Hallo? Ah, hallo, ja, ich höre Sie. Hallo, guten Morgen. Frau Bohani, ich rufe Sie mal an. Ich wollte mal hören, wie es Ihnen so geht. Ja, die Anissa ist ja jetzt 2 Wochen schon nicht mehr in der Kita. Ja? Ja, es wäre schön, wenn Sie noch mal kommen. Das war Kinderwurst. Ja, nein, natürlich. Ja, Kinderwurst, da ist Schweinefleisch drin, ja. Ich muss mit den Augen lächeln. Nein, du sollst mit den Augen lächeln, verdammt nochmal. Das ist wichtig, dass du mit deinen Augen lächeln kannst. Ja. Hallo, Frau Burani, ja, hallo. Ich verstehe eigentlich gar nicht, wieso der Max das sich bei den Eltern so erlauben darf. Also wir würden das doch nie, ich meine, der ist doch, nein, der ist erst nicht. 12 oder, nein. Da kann man doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Ich glaube, da fehlt irgendwie überhaupt... Eine die Deutschen, Art die Deutschen Erziehung, haben das ist die Deutschen gar keine haben überhaupt Erziehung. Kein Verständnis. Nein. Und ich habe das neulich auch beobachtet, da hatte ich Kekse mitgebracht, ja. Und da hat sich ein Kind 10 Kekse auf einmal genommen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ohne die anderen das habe ich auch gesehen. Ja, ohne, das macht überhaupt nicht. Und in so eine Kita soll mein Kind gehen? Nee. Dass es dann lernt, 10 Kekse auf einmal zu nehmen? Ich glaube, wir müssen das, nein, mal ansprechen, das aber ich weiß noch nicht so genau, wie. Da hört doch keiner zu. Wissen Sie eigentlich, was ich gestern in der Zeit gelesen habe? Gestern in der Zeit habe ich gelesen, dass die in Dänemark, die machen sich hier nicht so einen Stress. Mit so Brücken bauen und so Kindheit und Kita. In Dänemark ist es ganz einfach. Wer sein Kind nicht in die Kita schickt in Dänemark, das ist wirklich so, wer sein Kind nicht in die Kita schickt in Dänemark, der kriegt kein Kindergeld mehr. Ist die Sache doch erledigt. Mein Gott, warum wir so einen Stress machen?
Also jetzt hatte ich so eine tolle Idee, einen Kochkurs zu machen, weißt du? Aber das, ich habe vergessen, dass Ramadan war. Du bist vielleicht einer. Das ist das, was man als erstes sich merkt, oder? Ja, Entschuldigung, ich habe mir das halt nicht gemerkt. Es war Ramadan. Das hat irgendwie dann nicht funktioniert so richtig. Und was machst du? Ich baue das jetzt hier auf. Ja. Da kann sich dann jetzt einfach jeder eins von diesen kleinen Törtchen nehmen. Also wer eben nicht im Ramadan ist dann. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch... Aber ich weiß gar nicht, darf man das dann irgendwie... Du, ein so ein Nutella-Brötchen ist doch jetzt auch nicht so schlimm. Nein, eigentlich. Das ist doch auch nur morgens. Ich verstehe das doch nicht. Man kann doch mal so ein Nutella-Brötchen mitnehmen. Weißt du, so gemeinsames Frühstück muss doch auch gemeinsames Frühstück bleiben. Ich kann doch jetzt kein gemeinsames Frühstück machen und Aisha und Fatima und wer noch alles ist nicht dabei. Nee, das stimmt. Ich meine, das finde ich doof. Kann man also auch nicht ein ausladen. So Nutella-Brötchen. Ich mache einfach kleine Portionen. Ja. Und dann kriegt jeder eins auf die Hand. Das merkt doch jetzt auch keiner. Aisha! Maya? Kommst du ins Bett? Oh, jetzt schon? Ja, komm, lass doch mal los. Du musst ja nicht dauernd an die Arbeit denken. Ich wollte aber eigentlich noch ein bisschen Bildungsfernsehen schauen. Ach, komm, hör doch mal auf. Lass doch mal. Sag mal, Maya, wollten wir nicht schwanger werden? Ich habe jetzt überlegt, wenn ich quasi bei Hellmann aufhöre und bevor ich beim DPD anfange, hätte ich noch so ein Zeitfenster, wo wir Kinder... Bitte? Was? Kinder, ja, das ist auch eine Kindersendung. Ist ganz spannend. Meine eigene. Es geht gerade um... Was? Ich meine, du wirst schwanger. Das ich meine, wir machen es mal geplant. Wieder. Wir vögeln mal wieder. Das haben wir anders geplant. Es braucht mal wieder Bewegung, verstehst du? Wir haben die ganze Zeit nur so rumgehockt. Hier, hopp, hopp. Es braucht wieder Bewegung, verstehst du? Aber wir müssen draußen, das nachholen. Wir müssen rausgehen, nicht hier drin. Ja, gut, komm, man kann auch rausgehen. Aber ich glaube, dass wir das auch vom Bundesministerium bezahlt kriegen. Ja. Ich glaube, das sollten wir einfach beantragen. Wir brauchen 50 von diesen. 50 Und dann Stück. Gehen wir raus. Komm, wir probieren es mal auf dem Kiesplatz. Hallo. Hallo! Ich würde gerne Brücke bauen zu Ihnen! Zu Ihnen, zu Ihnen, zu Ihnen! Ich würde gerne, dass ich rüberkommen kann! Rüberkommen kann! Rüberkommen kann! Scheiße! Ein Platz am Bach. Das geht immer. Ein Stück Nutella-Brot ist übrig geblieben. Oh, immer diese Köter. Stören auch jedes Idyll. Bist du auch so ein alter weißer Mann, der wahrscheinlich Corona kriegen kann? Bist du auch gar nicht so gut geschützt und darum trägst du deine Alumütz? Ich kann das ja nicht kriegen. Ich werde gegen Corona siegen. Nun, gut, dass wir uns hier im Pfarrgarten treffen. Ja. Ja? Ja. Es gibt was zu besprechen, Herr Pfarrer. Es gibt was zu besprechen. Ja, wir sind ja nun eine katholische Einrichtung. Ja. Nicht sehr wahr? Gut, sehr gut. Und ich denke, wir sollten das Katholische auch mehr wieder nach vorne tragen. Ja, das Katholische muss mehr nach vorne. Ja, sozusagen ein Profil bilden als katholischer Kindergarten. Ja. Aber auch multikultureller Kindergarten gleichzeitig. Aber nicht so viel Diversität. Nicht zu viel. Zu viel ist nie gut. Nicht, dass Jesus nachher schwarz wird. Okay, vielen Dank. Ja, das waren ein paar Eindrücke von Ihnen, ein paar Eindrücke von uns. Gut, wir würden aber mit Ihnen natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und zwar, es ist so, wir haben heute wieder einen weltberühmten
Erfinder da, der Ihnen gleich seine neueste Erfindung vorstellen wird. Es ist der Professor Dr. Ulrich. Herr Dr. Ulrich, ja, willkommen. Herr Ulrich ist ein sehr, sehr schlauer Mann und Sie wissen, hinter jedem schlauen Mann steckt natürlich auch eine schlaue Frau. Das sind die Hände von Dr. Ulrich. Okay, Sie werden gleich sehen, was das bedeutet. Herr Ulrich hat nur ein kleines Problem. Er hat ebenfalls ein klitzekleines Problem. Er weiß noch gar nicht, was er erfunden hat und wird sich deswegen seine Ohren zu halten. Herr Dr. Ulrich, sehr schön. Und zwar möchte ich Sie bitten, dass Sie uns eine Maschine vorstellen, dass Herr Dr. Ulrich wird gleich eine Maschine erfinden, die es noch nicht gibt, von der Sie sagen, diese Maschine wird unseren Arbeitsalltag revolutionieren. Eine Maschine, die es noch nicht gibt, wo Sie sagen, das brauchen wir. Diese Maschine müsste Dr. Ulrich erfinden. Dann können wir unsere Arbeit noch besser, noch toller machen. Welche Maschine sollte Dr. Ulrich erfinden? Er hört ja nichts. Ich kann mal Schnitzel, Bismarck, Hering, Mixmaschine. Das ist interessant. Wenn das bei der Arbeit hilft, ist gut. Harmonie, Friedenssachen natürlich. Kinder, Glückmachapparat. Haarsträubermaschine. Eine Maschine, die Haare sträubt. Aha. Amtsdeutsch-Übersetzungsmaschine. Amtsdeutsch-Übersetzungsmaschine. Das finde ich gut. Eine Amtsdeutsch-Übersetzungsmaschine. Okay, diese Maschine, diese Amtsdeutsch-Übersetzungsmaschine, die wird ja nicht mit Strom betrieben oder so profanen Sachen. Nein, die wird mit einer ganz, ganz anderen Energie betrieben, die es ebenfalls noch nicht gibt. Mit welcher Maschine, wird diese Amtsdeutsch-Übersetzungsmaschine, welch schweres Wort, angetrieben? Mit Freundlichkeit. Mit Schokolade, das passt zu Ihnen. Das haben Sie ja immer da, wie ich gehört habe. Also das dürfte kein Problem sein. Sie wird natürlich mit Schokolade angetrieben. Es ist eine Erfindung, die Dr. Ulrich gleich vorstellen wird. Eine Amtsdeutsch-Übersetzermaschine, angetrieben mit Schokolade. Wir begrüßen Dr. Wunk und das geht über die kluge Frau hinter Dr. Wunk. Dr. Wunk, schön, dass Sie... Ja, ich freue mich auch wieder, dass ich hier mal wieder sein kann. Sie haben uns Ihre neue Erfindung mitgebracht. Ja, ich habe eine Erfindung mitgebracht, die wirklich jeden Kindergarten, jedem Menschen helfen kann, um Brücken zu bauen. Deutschlandweit. Deutschlandweit, natürlich, ob an der Dreisam oder in Leipzig oder wo auch, oder in Paunsdorf. Also, pass auf. Also, das ist eine Erfindung. Es gibt viele Sprachen und viele verschiedene Menschen haben sich anders angezogen. Menschen ziehen sich verschieden. Also es gibt viele Möglichkeiten der Kommunikation. Ja, natürlich. Es gibt viele Möglichkeiten. Also ich könnte zum Beispiel schreiben, ich könnte lesen, ich könnte was aufschreiben. Ich könnte was tippen und ich könnte digital unterwegs sein. Alles möglich, ich könnte aber auch. Es gibt einfache und schwierige Texte. Ja. Schwierige Texte gibt es einfach, die man auch übersetzen muss. Was sind das denn für schwierige Texte? Zum Beispiel Elternbriefe oder sowas. Ja, oder Freundlichkeit. Da hilft ja schon ein bisschen Freundlichkeit. Da hilft auch schon ein bisschen Freundlichkeit. Aber es gibt ja andere Briefe. Es gibt auch Elterngespräche, Konflikte und so. Und die müssen auch übersetzt werden. Und da braucht es einen Übersetzer. Ja. Aber ja, das machen oft die Kinder, das ist das Problem. Ja, das wollen wir ja nicht. Aber es gibt ja noch andere Texte, die so ein bisschen sperrig sind. Die ein bisschen sperrig sind, zum Beispiel von den Behörden. Ja, so Behördentexte. Wenn es nicht bezahlt wird solche Dinge. Behördentexte. Ja. Auch die müssen übersetzt werden. Und es gibt eine Maschine, die habe ich jetzt erfunden, die diese Behördentexte übersetzt. Damit sie von allen Menschen verstanden werden. Also wie muss ich mir das vorstellen? Der Text wird oben in die Box reingestellt. Also den Behördenbrief zum Beispiel. Den Behördenbrief zum Beispiel oder den Kita-Gebührenerhöhung oder sowas. Und das wird oben reingesteckt und kommt unten raus und dann kann man es in der Sprache lesen, in der dir Empfänger... Das ist revolutionär. Ja. Zum Beispiel Deutsch, Syrisch, Syrisch, Türkisch, Deutsch, ja, Albanisch, ja, zack. Alles. Syrisch, Deutsch, Albanisch, genau. Rumänisch, Deutsch, Bulgarisch, Armenisch, alles. Ich habe alles eingespeichert. Das geht wunderbar. Und Sie haben natürlich dann noch überlegt, das können wir nicht profan mit Strom. Da habe ich mir was überlegt. Pass auf. Dann nehme ich Magnesiumpulver. Wollte ich erst, aber Magnesiumpulver funktioniert. Also, ich nehme
ist Möhrchen. So Möhrchen zum Beispiel. Na, Möhrchen war auch noch gedacht. Wäre eine Möglichkeit. Ist aber keine Möglichkeit. Nein, ich nehme lieber was. Kakao. Kakao? Naja, oder was Süßes, dachte ich. Was Süßes. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Was mögen Sie denn am liebsten, Dr. Gummibärchen. Ah, nein, vielleicht Schokolade. Richtig. Ich habe gedacht, Schokolade wäre vielleicht das Richtige, oder? Es ist die Milka-Schokolade. Ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne. Die ist reichlich vorhanden in jeder Kita, in jedem Kita-Projekt. Ich habe auch mit Toffifee versucht, aber das funktioniert nicht so gut. So viel ich nehme lieber die Milka-Schokolade. Ja, das kann ich verstehen. Dr. Bunk, Dr. Ulrich Bunk, das war klasse. Vielen Dank für Ihre super Erfindung. Gar nicht für. Wir werden diese Erfindung buchen. Vielen Dank. Dankeschön. So, da sind wir wieder mit Ihrer neuen Erfindung von unserem Dr. Ulrich. Er wird eine Übersetzungsmaschine an Ihre Kita schicken, machen Sie sich keine Sorgen. Okay, ich hoffe, Sie haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir würden gerne nämlich noch ein Lied singen. Es ist ja so, heutzutage ist man kritisch miteinander. Man sagt, ja, das hast du irgendwie gut gemacht, aber das könnte man auch noch besser machen. War ganz okay, aber wer weiß. Meine Frage an Sie. Hat irgendjemand von Ihnen einen Kollegen oder wahrscheinlich eine Kollegin, von der er sagt, diese Kollegin müsste mal ausdrücklich gelobt werden? Gibt es eine Person, von der Sie sagen, diese Person muss gelobt werden aus meinem Team? Ich gucke mal auf Namen. Es ist dann die Möglichkeit, dass jemand von Ihnen einfach die Hand hebt und dann wird die Technik das sicherlich so machen, dass Sie kurz auf dem Bildschirm erscheinen und wir können ein kleines Interview machen. Wer sagt, ja, ich habe eine kleine Kollegin, ich habe eine große Kollegin natürlich. Das ist eine erhobene Hand. Okay, wisst ihr, wie man das macht mit der erhobenen Hand? Ich dachte, das wird gemacht. Einladen. Einladen klingt gut. Das ist doof. Dann werden wir sagen, ich mache was anderes. Da, Anja Kronberg, da ist Anja. Anja, können Sie mich hören? Selbstverständlich, die ganze Zeit schon und zwar wunderbar. Ja, Anja, toll, dass Sie da sind. Haben Sie eine Kollegin, von der Sie sagen, die muss mal gelobt werden? Ja, die ist aber nicht hier dabei. Macht nichts, erzählen Sie nachher davon, dass sie gelobt wurde. Wie heißt denn die Kollegin? Monika. Monika, erzählen Sie ein bisschen was von Monika. In welcher Kita arbeitet Monika? Nee, die arbeitet beim Kinderschutzbund. Natürlich, immer diese Verwechslung. Ja, wo arbeitet Monika? Die arbeitet im Kinderschutzbund und sitzt bei uns im Büro. Sitzt im Büro des Kinderschutzbundes. Okay, was ist Ihre Aufgabe da von der Monika? Also eigentlich soll sie nur die Buchhaltung machen, aber die macht so gut wie alles andere auch noch. Und zwar ziemlich viel ehrenamtlich. Also ich glaube, die Stunden, die sie arbeitet, sind unbezahlbar. Die zählt nicht. Deswegen dachte ich, wieso? Die zählt ihre Stunden nicht. Was ist zum Beispiel eine ehrenamtliche Tätigkeit, die sie macht? Sie hat zum Beispiel jetzt kurzerhand ein kleines Impfzentrum bei uns im Kinderschutzbund organisiert, dass alle Mitarbeiter geimpft werden konnten. Kleines Impfzentrum im Kinderschutzbund organisiert. Ja. Was hat die vielleicht auch noch bei diesen ganzen ehrenamtlichen Aktivitäten? Hat die auch noch ein privates Hobby, von dem Sie wissen? Macht die was besonders gern? Essen. bei diesem Schokoladenthema? Absolut. Tut uns leid, wir müssen... Kaffeesahne. Es ist eigentlich nur um Schokolade. Also Fahrradfahren tut sie noch. Fahrradfahren und Schokolade essen. Ist die Monika, ich glaube, wir haben viel erfahren, Monika aus dem Kinderschutzbüro macht normalerweise Buchhandlung, aber macht 1000 Sachen mehr, zum Beispiel mal eben so ein Impfzentrum machen, kein Problem für Monika, fährt mit dem Fahrrad gern und isst gern Schokolade. Wir hören ein Loblied auf Monika und wir zählen ein mit 3, 2, 1, ratzfatz. Monika, jetzt bist du leider gar nicht selber da. Aber immer zur Stelle, denn du bist ganz helle, sitzt eigentlich nur im Büro. Doch machst du darüber hinaus alle mit deiner Arbeit froh. Monika, ob es nur ein kleiner Pieks ist, der macht die Welt so gut. Zählst nicht die Stunden, fährst auf dem Fahrrad deine Runden und denkst dabei
an die Arbeit. Das ist doch gescheit. Wenn alle so wären wie du. Schuh, schuh, schubidudu. Wenn alle wären wie du. Schuh, 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 schubidudu. Monika, Monika, dann sind bald alle Kinder besser dran. Oh Mann, wir schenken dir ein bisschen Schoki. Dann hast du wieder Kraft. Dann haben wir zusammen mit Monika hier alle wieder was geschafft. Schub, schub, schubididu. Weiter so, Monika und all die anderen da draußen am Apparat. Ihr seid stets bereit für alle Kinder da draußen oder drin. Ich meine, draußen ist das mit der frischen Luft natürlich drin, besser. Draußen oder drin? Man kann natürlich auch rausgehen mit dem Ball, wenn wir die Bälle bestellen. Wir bestellen noch mal ein paar Schokoriegel und dann schicken wir die an alle. Das wir. Wir schicken euch ein paar Schokoriegel. Monika, weiter so, viel Spaß noch bei der Arbeit. Noch ein paar Schokoriegel. Und wir bedanken uns bei euch, bei Ihnen. Es hat Spaß gemacht, Ihre Tagung so ein bisschen auf den bitterlichen, theatralen Punkt zu bringen. Ich wünsche euch noch eine gute Tagung und sehen uns vielleicht bald wieder. Ratzfatz, tschüss. Schubididu, schub, schub, schubididu.